Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und begrüße euch wieder ganz herzlich zu Life is Beautiful Forest Village. Ja, wir sind am Winterende mal wieder, haben gerade jede Menge freie Personen. Es geht uns eigentlich sehr gut. 10 Leute rennen frei rum, fällen Bäume vor allem. Und im Frühling werden wir 2 Felder bewirtschaften. Und zwar dieses eine hier, auf dem werden wir Flachs anbauen. Wir brauchen Flachs für Klamotten. Wir haben keinen Flachs mehr. Und auf diesem hier werden wir wieder Hafer anbauen. Das wird wohl auch für 2 Chargen reichen, also für 2-mal in einem Jahr. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt klarkommen. Ohne Kartoffelfeld oder irgendwie sowas. Wir haben noch genügend Getreide. Wir haben 2 Bäckereien, die Getreide... Oh Gott, das fangen sie aber richtig an hier. Wir haben genügend Getreide, damit 2 Bäckereien daraus Brot herstellen können. Mal gucken, ob das gut funktioniert. Und ansonsten werden wir uns von Restkartoffeln ernähren. Von Hühnern, Hühnereiern und Fleisch hier. Da haben wir doch recht viele wieder. 44 Hühner, wunderbar. Und Sammlerhütten. Sobald es wieder losgeht, im Frühling, werden wir 2 Sammlerhütten besetzen. Gebäude brennt! Warum? Was? Wo? Warum denn? Einfach so. Kleines Haus. Höchst uncool. Löschen Sie. Ein Baby wurde geboren, in Gottes Namen. Wer soll das alles ernähren hier? Wir haben 7 Kinder und 6 Babys. Oh, wow. Im Moment besetzt doch keiner das Gebäude. Es ist leer. Weiß ich nicht. Ich muss ja später mal schauen, wie wir das machen. Ob die Leute hier wieder... Ob hier wieder jemand wohnen will, ob sich das lohnt. Fischer oder was weiß ich. Schneider und sowas wäre vielleicht nicht schlecht. Aber aktuell habe ich eh noch einige Häuser also ausgeschaltet. Die sind nicht besetzt, dürfen nicht bewohnt werden. Oh. Feuerholz wird knapp. Alarm, Alarm. Sehr, sehr knapp. Gut. Die Schneeschmelze ist da. Gut, dann brauchen wir jetzt Bauern. 5 Stück. Ja, das passt. 4 für dieses Feld mit Flachs. Und einer für dieses Feld mit Hafer. Und mal 2 wollen die haben. Ah, achso doch, hier passen nur 3 drauf. Ich hatte an dieses Feld gedacht, wo 4 drauf passen. Gut, das passt ja. Wunderbar. Los geht's. Wir haben immer noch 3 Leute übrig, die nichts machen gerade. Uiuiui. Haben wir schon was zu essen hier am Boden? Ja, müsste eigentlich schon da sein. Gut, da müssen wir auch unsere Sammler jetzt einsetzen. Wo waren die? Da unten. Sammlerhütte. Oh Gott, 3 Stück allein hier rein. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal 3 Leute freischaufeln irgendwie. Wo sind die alle hin? Wir haben 20 Leute und die sitzen jetzt alle gerade, keine Ahnung, irgendwo. 2 sind als Baumeister eingeteilt, die wir gerade nicht brauchen. Ich trottel. So. Ja, jetzt haben wir niemanden mehr, der irgendwie irgendwas einsammelt oder so. Auch ein bisschen doof. Also 5 Sammler, 1 Jäger. Nur 1 Jäger! 5 Bauern, sind wir bei 10, 12, ja, das kommt hin, 4 Brennholzkollegen, 4 Bäcker. Wir haben keinen Brennholz mehr. Na gut, haltet aus, ich bitte euch, haltet aus. Ich habe den Holzhackplatz ausgemacht und habe 4 Leute zugeteilt. Oh nein, ich trottel. Und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir den aufwerten würden. Das wäre echt nicht schlecht. Dann hätten wir eine bessere Effizienz. Komm, machen wir das. Nehmen wir dafür mal die 2 Brennholzhacker raus. Warte mal, da passen jetzt 3 Leute rein. Ah, da passen jetzt 3 Leute rein. Stimmt, ich hab's vergessen. Oh mein Gott. 3 sind eingeteilt. Ah, da passen immer schon 3. Oh Gott, oh mein Gott, ja. Okay, ich weiß wieder. Gut, also wir brauchen einen Baumeister, der das hier macht. Der sich dafür sorgt, der sich darum kümmert, dass es hier gebaut wird, abgegradet wird. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen frei wieder. Ich habe hier so viel Holz wegschlagen lassen.
Ich weiß, dass die Laufwege alle nicht ideal sind. Gerade hier mit dem Brennholz. Ich weiß auch nicht, wo das Holz jetzt gerade gelagert wird. Da ist vieles. Na gut, das geht ja noch. Wie sieht es mit dem Essen aus? Also Kartoffeln nehmen stark ab. Brot wird stark produziert, nimmt aber auch mal stark wieder ab. Hm? Vielleicht sobald es geht, noch ein Bäcker, der Brot herstellt. Gehen wir mal rein. So. Was ist los hier? Ah, aha, es fehlt einiges Zeug. Ja, der Baumeister. Komm, komm mal her, du kriegst mal einen Buff. So. Ist cool, dass hier anscheinend Leute, die eigentlich gar nicht frei sind, also haben keine freien Träger gerade eigentlich, dass die hier irgendwelches Zeug daher tragen. Du kriegst auch mal einen Buff. Das war die gleiche, glaube ich. Ich hätte schon zweimal einen Buff bekommen. Ja, Werkzeug und Klamotten wird sehr, sehr knapp. Ich wünschte, ich hätte ein paar Leute mehr frei. Ich glaube, das ist immer ein Problem, die Leute freigeschaufelt zu bekommen. Weil je mehr Leute wir haben, desto mehr müssen wir auch einsetzen, um sie am Leben zu erhalten irgendwie. Das ist echt schwierig. Ui, Hafer ist schon wieder so weit. Fast schon erntefertig. Wir sind im späten Frühjahr. Ist der Hammer, wie das Zeug wächst. Wunderbar. Oh, das zieht sich ja hier. So viele Steine werden benötigt. Ja, da sind wir nun. 20 Personen, wir sind wieder halb so viel wie vor ein paar Folgen noch. Ist im Winter immer so nett, wenn wir die Leute frei haben, die dann hier alles abschlagen können, sammeln können. Da kommt immer so viel zusammen irgendwie. Der kommt auch ganz gut zurecht hier, der Hühnermensch. Der wohnt jetzt anscheinend direkt hier drin. Ja, der hat keinen weiten Weg. Der Amir ist es. Der hat mir schon so oft geholfen. Mhm. 21 Jahre ist der. Ich weiß nicht, wie er mit 7 oder mit 3 oder sowas Banditen besiegt hat. Einfach ein guter Mann. Wie sieht's aus hier? Ein paar Steinchen fehlen noch. Die Mühlen stehen jetzt komplett still. Ich überlege, ob wir nicht auch jetzt mal diese Expedition demnächst mal ausrüsten sollten. Fischauflauf, Fleisch, was sieht, oh Gott, was die alles brauchen hier. Hochwertige Werkzeuge, ja, das haben wir nicht. Könnte vergessen sein, Mist! Na gut, wir haben bald jede Menge neue Erwachsene, da kann man dann hoffentlich ein paar zuteilen irgendwie. Kartoffeln gehen auch ordentlich in die Höhe, weil unsere Sammler so fleißig sind. So, hier passiert endlich was. Ich denke, wir kommen auch bald wieder in die Bereiche, wo wir wieder Köhler zuteilen können, damit wir Kohle bekommen. Oh Mann, ich wünsche, wir hätten mehr Leute. Und ich wünsche, ihr würdet nicht alle so viel essen. Ja, es will leider gerade niemand erwachsen werden. Ist unglaublich, wir haben fast so viele Kinder wie Erwachsene. So viele nutzlose Fresser gerade. Muss man schon mal so sagen. Ja, ich glaube aber, wir werden jetzt hier keinen Holzhacker mehr brauchen. Ich glaube, die kommen hier zurecht zu dritt. Wir lassen die weitermachen einfach mit dem Feuerholz.
Und dann war's ja schon. Wir können den Bauarbeiter wieder zurück in die Sammler-Dings da reinstecken. Essen ist wichtig. Also es scheint, wir halten uns über Wasser irgendwie. Es wird nicht weniger an Kartoffeln. Wir müssen ja den Winter irgendwie überleben. Es wird aber auch nicht mehr an Brot. Also das hätte ich gedacht, dass da noch mehr Brot bei rumkommt irgendwie. Es wird halt immer gleich weggefuttert. Na gut, deswegen weitere Bäcker, sobald es geht. Boah, ich verplane ja gerade schon so viele Leute irgendwie und hab doch gar niemanden, den ich verplanen kann eigentlich. Unfassbar. Ja, so langsam sollten wir auch einen Schneider einsetzen. Wir haben nicht mehr wirklich viele Klamotten. Der Winter wird kommen demnächst. Flachs haben wir jetzt genügend. Und woher soll ich den nehmen, in Gottes Namen? Ein Baby wurde geboren. Oh nein, noch eins. Ja, das liegt auch daran, dass ich nicht wirklich den Überblick habe, wie viel Wohnraum wir tatsächlich gerade haben oder wie viel ich gerade offen habe. Hier steht 65. Aber das zählt auch die mit ein, die ich gesperrt habe. Also ich müsste rein theoretisch gucken, wie viele Häuser habe ich und wie viele davon sind frei oder sind freigegeben. Deswegen habe ich mich vielleicht ein bisschen verschätzt, dass ich jetzt so viele Babys habe. Da, jetzt haben wir einen Erwachsenen. Ah, der jugendliche Bastian ist älter geworden. Sehr gut. Wo steckt wieder rein? Schneider. Das wird unser neuer Schneider. Ja, du machst das. Gut, gut. Das ist auch bald soweit. Wie höchst erfreulich das alles ist. Gleich mal ein Screenshot machen und einrahmen hiervon mit dem ganzen Essen. Sägemühle, Bauwerk fertiggestellt. Sehr schön. Da ist jetzt, glaube ich, gerade niemand wirklich drin. Ich wollte es auch zumachen eigentlich. Genau. Brauchen wir gerade nicht mehr. Aber den Baumeister können wir jetzt rausnehmen. Und wo packen wir denn hin? Entweder eine Semmlerhütte. Ja, wäre nicht schlecht. Ich glaube, das wäre gut. So, jetzt. Ja, jetzt müssen wir einfach nur zugucken, wie sie arbeiten. Hafer ist auch schon drin, die erste Ernte. Flachs ist gleich fertig, die erste Ernte. Oh, Werkzeuge brauchen wir auch. Oh mein Gott. Ich glaube, dann nehmen wir den Sammler doch wieder raus. Setzen den als Tischlein. Wo ist denn der? Ah. Und da kann man vielleicht die Sägemühle noch weiter updaten. Nee, kann man nicht. Na gut. Oh, wir haben einen weiteren Erwachsenen bekommen. Oh, noch ein Tischler. Sehr gut alles. Ja, Hühnerställe haben wir viel zu viele. Die brauchen wir so gar nicht. Die nächsten beiden, die frei werden, die beiden nächsten Erwachsenen, die stecke ich als Bäcker hier rein. Ich hoffe, da hat bald jemand mal Geburtstag hier und der ganzen Kinderschar. Ah, das ist schön, wenn das auch mal so gut läuft, wirklich. Keiner frisst von Hühner. Jetzt hat man wieder so ein Sammelgebiet ausweisen. Also langsam könnte man wieder so ein bisschen Stroh gebrauchen. Da ist nicht so wahnsinnig viel hier mit dabei. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht müssen wir das Stroh doch eher anbauen. Das bringt, glaube ich, mehr. Ja. Man hört überhaupt nichts mehr, seid elend.
Was? Das Gebäude brennt! Nicht schon wieder. Wo ist es? Sammlerhütte! Sehr uncool. Weil da muss jetzt erstmal jemand hinrennen. Na gut, zur Not muss ich es halt neu aufbauen, alles schade. Brennt zum Glück relativ langsam. Oh, wir haben zwei neue Erwachsene, sehr schön. Dann packen wir die gleich in den Bäcker rein. Wo ist der verdammte Bäcker? Da, jetzt haben wir ihn. So, was ist mit der Sammlerhütte? Kann die mal jemand löschen? Sie tun's, gut. Was ist hier los? Flachs hat nicht gereicht. Komm, dann erntet. Erntet das Zeug jetzt. Was mit dem Hafer? Aus! Raus damit! Oh nein! Schnee ist da. Ja, haben wir nicht hinbekommen hier. Zwei Ernten in einem Jahr. Ach, so ein Mist. Verdammter Schnee, echt. Na gut, dann hoffen wir, dass wir damit über den Winter kommen, aber das reicht, glaube ich, locker mit so viel Kartoffeln. Müssen wir mal gucken, wie wir die Leute jetzt wieder einteilen wollen hier. Ich glaube, Heu sammeln, das können wir jetzt mal machen. Sie nur das Heu hier wegsammeln. So, die Sammler brauchen wir jetzt, glaube ich, auch gerade nicht mehr. Die können nichts mehr sammeln. Jetzt haben wir 10 Leute frei. Ist der Hammer. Ja, da wäre fast schon Überlegung wert, irgendwie so Luxussachen zu machen, wie Kohle oder sowas. 10 Leute frei. Aber die können natürlich auch hier dafür sorgen, dass hier die Bäume wieder ein bisschen weg sind. Habe ich, glaube ich, vorhin schon eingestellt. Ja, na gut. Lass es erstmal machen. Die Arbeit wird jedenfalls nicht ausgehen. Steine brauchen wir auch wieder mal. Da, 200 Steine. Her damit. Fleißige Brotbäcker. Ja, aber Kohle brauchen wir, glaube ich, wirklich so langsam wieder. Auch für die Schmiede, für hochwertige Werkzeuge, das wäre auch nicht schlecht. Problem ist halt nur... Oh, Gusseisen. Ist alles weg. Problem ist halt nur, dass die Kohle sofort weggeschnappt wird. Weil die gerne verbrennen. Ich kann die natürlich sperren. Wollen wir so machen? Ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht ein paar Feuerholzhacker reinhauen sollen. Und noch zwei mit rein. Dann haben wir noch ein paar Leute frei. Wir setzen immer drei so Brennöfen. Jetzt haben wir immer noch 7 Leute frei. Holbar. Sägemühle. Moment mal! Was? Sägemühle hier unten. 5 von 9? Wieso denn 9? Haben wir noch einen weiteren Hackplatz irgendwo? Ich weiß es gar nicht mehr, Ich dachte, wir hätten nur unsere 2 hier. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ah, so findet man es raus. Sägemühle, Hackplatz. Nein! Nein, ich Volltrottel! Ich erinnere mich, dass ich den das letzte Mal dahin gebaut habe. Dann hätte ich den hier natürlich aufwerten sollen, weil der zu weit weg ist. Wobei, so wahnsinnig viel macht das nicht aus. Wir machen jetzt mal aus hier. So, jetzt. Ja, immer noch 7 Leute, die irgendwas machen, holen, glaube ich, gerade Stein. Man hört sie irgendwie kloppen. Holz wäre aber auch nicht so schlecht, muss man schon so sagen. So.
Ja, wie sieht es mit den Pflanzen für nächstes Jahr aus? Flachs brauchen wir erstmal nicht mehr. Da haben wir genügend für einige Zeit. Kartoffeln holen wir auch nicht, glaube ich. Das holen wir über die Sammler. Vielleicht brauchen wir auch gerade kein Feld. Machen wir das mal aus. Hafer machen wir weiterhin. Ja, ich weiß, ich kann die Kohle auch sperren. Das ist natürlich nur blöd, wenn die jetzt, wenn die Kohlebrenner mein Feuerholz verbrauchen, um Kohle herzustellen, dann haben unsere Leute ja weniger Feuerholz. Das ist ja doof. Und die Kohle dürfen sie nicht verwenden. Deswegen weiß ich nicht so richtig, ob ich das jetzt hier machen soll. Oder ob wir das lieber im Sommer machen. Mit der Kohle. Und dann setzen wir auch mal einen schönen Schmied ein. Oh nein, unser neuer Jugendliche, der Bastian, war das. Er kriegt es nicht hin, ordentliche Kleider herzustellen. Aber ich denke, wir sollten das mit der Expedition tatsächlich so langsam mal angehen. Fünf Klamotten haben wir schon drin. Ja. Ich glaube, ich werde das Zeug hier mal sperren. Was ist das? Fischauflauf, Fleischpastete und Gemüsepastete. Ja, das werden wir dann vielleicht mal herstellen, bis die genügend haben, damit wir einfach diese Expedition losschicken können. Und dafür brauchen wir halt auch einen Schmied. Habt ihr noch genug zu tun, ja? Hoffentlich. Nicht, dass ihr in die Arbeit ausgeht, den Trotteln hier. Steine haben wir wieder genügend. Das ist schön. Holz ist so ein bisschen knapp. Hier unten müsste eigentlich. Wir müssen noch jede Menge Holzfallaufträge haben hier. Jo, Kohle ist auch wieder weg. Sperren wir das mal. Oder? Wir sperren das mal, zur Not geben wir es wieder frei und dann können sich die Kohle holen. Wir müssen nur noch einen Bäcker finden, der dieses ganze Gemüseauflaufzeug da backt. Irgendwann kommt auch wieder der Moment, wo ich merke, oh. Mit der Mahlzeit wird das jetzt nicht reichen. Verdammt! Wo ist dieses verdammte Vieh? Ich glaube, der Jäger hat es schon geholt. Ja, da werde ich dann sehen. Oh, jetzt reicht es doch nicht mehr mit der Sammlerhütte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Obst ist alle. Ja, Winter wird eher knapp, aber ich denke, wir sind bald im Winterende. Das reicht schon irgendwie. Vielleicht noch eine weitere Sammlerhütte. Hier auf der Seite fehlen ganz dringend Häuser, glaube ich. Für unsere Brennholzhacker. Ah ja, komm, warum baue ich denn da nicht. Ah, da ist doch schon eins. Warum baue ich denn nicht ein Holz hin? Oh, jetzt haben sie. Du bist kalt? Geht so. Ja, ich glaube, wir sollten da vielleicht noch ein Haus hinbauen. Auch wenn ich jetzt hier noch eine weitere Sammlerhütte hinstelle, damit der irgendwo wohnen kann. So, jetzt 28 Erwachsene. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Brot ist allerdings auch immer alle. Also, ich habe nicht so richtig wahnsinnig das Gefühl, dass das Brot so wirklich ankommt. Also, ich nehme an, es wird hergestellt und sofort weggegessen, deswegen habe ich immer null. Aber die Kartoffeln nehmen natürlich trotzdem ab und auch das Obst ist quasi weg. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, das Brot versickert irgendwie. Ich bin nicht so glücklich mit dem Brot irgendwie. Naja.
Weil ich denke, es wird eine Weile reichen, das Getreide. Ich denke, das brauchen wir dieses Jahr noch nicht anbauen. Brennholz wird auch langsam knapp. Und wir haben nur 15 Kohle davon bekommen. Oh man. Packen wir noch einen Holzhacker da rein. Und ich glaube, wir sollten das hier auch bald aufwerten, diesen Hackplatz. Es reicht nicht ganz. Achso, stimmt, ich wollte hier Heu anbauen. Das machen wir einmal und dann ist gut. Das reicht ewig. Da geht schon los. Die Schneeschmelze ist da. Also, was machen wir jetzt? Bauen. Nur zwei? Achso, das Feld ist angehalten. Jetzt bräuchten wir fünf. Wofür? Wofür? Hier haben wir drei. Da haben wir zwei. Achso, das sind. Achso, zwei? Achso, das ist für zwei, ja. Ich wusste es eigentlich. Ich habe es nur wieder vergessen. Gut, also da haben wir jetzt fünf Leute rein. Ja, das wird ewig reichen hier, das Gras. So, das Haus ist auch schon bewohnt mit Köhlern und Jugendlichen. Gut. Jo, das sieht doch gut aus. Dann würde ich fast sagen, mehr Köhler? Stimmt gar nicht. Wir werden demnächst unsere Sammler brauchen. Jetzt schon. Wir brauchen sie eigentlich sofort. Ja. Dann Tischler haben wir gerade genügend Werkzeuge. Die nehmen wir wieder raus. Mist, das reicht nicht ganz. Ich hätte gerne noch einen. Wir haben noch zwei Holzklopper raus. Einer geht hier rein. Einer ist jetzt übrig. Der macht irgendwas anderes. Köhler haben wir drei. Ich überlege, ob wir vielleicht einen Weg bauen sollen hier rüber zu der Sammlerhütte, weil die ja relativ lange laufen immer. Das ist unglaublich, was sie zusammensammeln hier. In kürzester Zeit haben wir schon wieder über 100 Obst. Das ist unfassbar. Ja, und hier haben wir die ganzen Felder brach liegen. Kein Mensch macht da was drauf. Ich weiß auch nicht. Ich fände es eigentlich schon gut, wenn Felder wirklich funktionieren würden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Sammler besser funktionieren. Das ist unglaublich. Gemüse. Obst wird doch knapp jetzt hier. Gerade hatten wir nur über 100, jetzt sind wir schon wieder auf 40. Oh Gott, nicht, dass es jetzt knapp wird. Jetzt habe ich Angst, weil wir doch jetzt auf einmal so viel mehr Leute sind. Vielleicht sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo diese zwei Sammlerhütten einfach nicht mehr ausreichen. Oh, noch eine dritte zur Sicherheit. Oh mein Gott. Sammlerhütte. Jawohl. Wächst hier überhaupt irgendwas? Wir haben ja keinen Wald hier. Nicht so wirklich. Vielleicht hätte ich hier nicht alles wegroden sollen. Na gut, der Wald wird wiederkommen irgendwann. So. Ja, auf den Feldern bauen wir schon wieder nichts an, was wir Menschen essen können. Ein Baby wurde geboren. Jetzt bin ich besorgt, liebe Leute. Jetzt bin ich doch besorgt. So, vielleicht auch noch ein Kartoffelfeld zur Sicherheit. Ich will nicht, dass wieder alle Menschen sterben hier. Na komm. Ah! Wir brauchen Bauern. Wir haben zu wenig Leute. Wir nehmen jetzt raus. Ich weiß es nicht.
die Köhler. So. Ganz schön knapp ist es immer. Aber die sind ziemlich beliebt hier, diese Häuser. Ist einfach geil, wie die sich selbst irgendwie untereinander aufteilen, in welches Haus sie gehen. Das finde ich richtig gut, dass die das direkt anpassen an ihre Arbeitsplätze. Da werden Steine noch geklopft, oder was? Zwölf Kinder haben wir jetzt. Unglaublich. 12 Kinder. Ja, das geht echt ruckzuck irgendwie. Aber es fehlen trotzdem Leute irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Es ist einfach schwierig, die Leute so auf die ganzen Jobs zu verteilen irgendwie. Ich würde halt gern jemanden einsetzen, der in dem Brennofen hier Eisen schmilzt, damit wir noch einen Schmied einsetzen können. Aber uns fehlt auch gerade die Köhler, also eigentlich fehlt's überall. Ja, liebe Leute, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es läuft gerade ganz okay. Denke ich, man darf immer noch nicht den Fokus verlieren irgendwie. Aber ich denke, es läuft gerade ganz okay. Wir haben Reserven so ein bisschen, aber so richtig in die Pötte kommen wir jetzt trotzdem nicht. Auch wenn ich dann denke, die ganzen Gemüsepasteten für die Expedition zu machen. Aber das würde ich jetzt wirklich gerne angehen. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida, tschüss.